Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute teste ich für euch die Tosh Bombenrohre. Wirklich unfassbar geile Bombenrohre, die meisten, zumindest bis jetzt, ich noch nicht gesehen habe, die bei Tosh Pyro bestellt haben. An die, die bei Tosh bestellt haben, Leute, ihr habt echt was verpasst. Das sind eine der geilsten Bombenrohre. Einer der geilsten Assets für die Diamond mit nur 30 mm. Locker viel besser als die Panda-Bombenrohre. Das haben ja auch schon viele gesagt. Also ich habe schon mit vielen darüber geredet, auch im TS und so. NEC haben ja auf ein Bombenrohr 25 Gramm. Übernommen sind die von PGE, sieht man hier unten. Und zur Effektbeschreibung, die sind alle vier verschieden, aber haben alle einen fetten Feuertopf unten mit einem richtig geilen Crackling-Stoß und oben den krankesten Zerleger der Welt. Ja, auch vom Design her richtig geil mit dem Totenschädel und Tosh Pyro. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns jetzt beim Test der Tosh Pyro oder des Tosh Pyro Bombenrohrsets. Bis gleich und viel Spaß! Jetzt eskalieren wir mit den fetten Tosh-Bombenrohren. Oh. Fangen wir an mit der 1. Los geht's. Ah, meine Fresse. Immer dasselbe. Alter, schon wieder. Mann, ich will den Jungs, den hier. Der ist am besten. Alter, ich hab so Bock. Ah. Niemals, Alter! Was? Alter! Junge! Ja. Alter! Hat mich mal drauf gekriegt. Direkt die 2! Alter! Junge! Jungs! Tosh Pyro Bombenrohre! 888, besser als Panda Festival! So fett! Alter, niemals! Jo! Alter, machen wir gleich alle am Stück. Ey Jungs, unbedingt die Kaufempfehlung, Mann. Diese Dinger, Alter. Ich bin da, jo. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, live sind die tausendmal besser. Dieser Feuertopf am Anfang mit diesen Ey, wo ist die Zündschnur, Mann? Meine Fresse. Boah, ist die hier unten? Alter. Niemals. Alter! Und das letzte. Ey Jungs, vertraut mir einfach und kauft euch die Dinger. Ihr werdet es niemals in eurem fucking Leben bereuen. Hier das letzte. Ich hoffe, die haben euch gefallen, Leute. Kauft die euch. Bis zum nächsten Video und ciao.